anderen Bereiche. Ich hoffe einfach, dass ich ein bisschen Anstoß geben kann in eine neue Denkrichtung und dass wir hinterher einfach zusammen darüber diskutieren können, weil ich bin im Moment auch noch auf der Suche nach Input. Ich fange jetzt mit dem an, was Sie alle wahrscheinlich am liebsten mögen, mit einem historischen Exkurs. Damals gab es in der Politik zwei Arten von Leuten. Die einen Leute, die geherrscht haben, und die anderen Leute, die gerne stattdessen herrschen wollten. Was haben die Leute, die geherrscht haben, gemacht, um ihre Macht zu sichern? Sie haben Verträge und Friedensverhandlungen und so etwas im kleinen Kreis gemacht. Sie haben das niemandem verraten, wie es geht, sondern sie haben alles geheim gehalten. Und wenn jemand statt ihrer die Macht an sich reißen wollte und Frieden mit Frankreich weiterführen wollte, wusste er nicht, wie das geht. Das heißt, er konnte nicht einen Herrscher stürzen, ohne Krieg zu riskieren. Und das war der Mechanismus, der für stabile Politik gesorgt hat damals. Das nannte man Arcana Imperii und hat auf Seiten der Bevölkerung eben einfach zu genug Unwissenheit geführt, um einen stabilen Politikstil zu garantieren, was damals gar nicht so schlecht war. Heutzutage haben wir auch noch Spuren davon, nämlich in der Sprache. Wir haben eine juristische Sprache, eine medizinische Sprache, eine wissenschaftliche Sprache, die im Prinzip einerseits natürlich wissenschaftliche Notwendigkeiten sind, um sich korrekt, korrekt kommunizieren zu können, andererseits aber auch genau diesen Effekt haben. Sie schließen Leute aus, und zwar damit unwissende Leute wissenden Leuten nicht ins Handwerk pfuschen, was berechtigt ist. Aber heutzutage haben wir eine etwas veränderte Situation. Wir leben in einer Demokratie. Das bedeutet, das ganze Volk herrscht. Unsere Herrscherklasse, dieser Klüngel, der also um die Geheimnisse wusste, muss entsprechend größer werden. Und wir haben die Voraussetzungen dafür. Wir haben ein paar neue Sachen, die es damals, TM, nicht gab. Einerseits hat sich unsere Bildung verbessert. Der mittlere IQ der Menschen ist gestiegen und wir sind in der Lage, immer komplexere Zusammenhänge zu erkennen. Sogar schon ein 15-jähriger Hauptschüler ist in der Lage, ein iPhone zu bedienen. Und das ist gar nicht mal so leicht. Das könnten die Leute im 17. Jahrhundert nicht. Weiterhin, wir haben das Internet. Und das Internet hat zwei Dinge. Erstens, wir können Informationen erhalten. Und zwar alles, was wir wollen. Im Internet finden wir alles. Und das Zweite ist, wir können Informationen rausspucken. Wir können unsere Meinung mitteilen. Und wenn wir das weiterdenken, wir können die Meinung von vielen aggregieren in Echtzeit. Das bedeutet, ich kann, wenn ich will und die Systeme habe, jetzt in diesen nächsten 10 Minuten alle deutschen Bürger fragen, was sie zu einem Thema denken. Dieser Austausch hat die Gesellschaft verändert. Und zwar nicht nur die technischen Möglichkeiten der Gesellschaft, sondern auch ihr Denken. Wenn ich früher Informationen nur aus dem Fernsehen und dem Radio einseitig bekam, ist meine Generation, also wir 24-Jährigen, sind damit aufgewachsen, dass wir Informationen auch weitergeben können. Das, was ich ins Internet tippe, jeder liest. Und mit diesem Verständnis, das schon in meiner Kindheit entstanden ist, frage ich mich jetzt, warum kann ich das eigentlich nicht in der Politik tun? Warum mache ich ein Kreuzchen alle 4 Jahre und danach ist Stille? Ein Kreuzchen auf einem Wahlzettel entspricht einer Datenübertragung von 2 Byte. Alle 4 Jahre. Die Upload-Geschwindigkeit ist nicht sehr hoch. Und die Vorteile, die diese Dinge bieten, die zahlen sich aus. Erstens, wir haben mehr Verantwortlichkeit, die jeder Einzelne tragen kann. Ganz einfach, je mehr ich über eine Entscheidung weiß und je mehr Macht ich über diese Entscheidung habe, desto mehr Verantwortung trage ich dafür. Und wenn jeder die Verantwortung für sich selbst trägt, muss sie niemand anders tragen. Das heißt, jeder Bürger ist am Ende freier. Zweitens, wir haben so etwas wie eine Schwarmintelligenz. Wenn wir uns Twitter anschauen, denn Twitter ist sowas wie ein großes Gehirn, wo jeder Mensch ein Neuron ist, alle Menschen sind miteinander vernetzt und durch das Retweeten, durch das Weiterleiten von guten Inhalten entsteht so eine Art künstliche Aufmerksamkeitssteuerung. Und das macht uns in der Gruppe intelligenter als jeden Einzelnen, wenn man die richtigen Systeme hat. Denn es gibt auch Foren, wo die Gruppe dann dümmer ist als jeder Einzelne. Drittens, wir können für moralische Politik sorgen, für ethische Politik. Wie? Die Ethik eines Einzelnen ist immer zu hinterfragen. Vor allem, ob sie sich auf die Ethik aller anderen anwenden lässt. Wenn ich Monarch bin und finde, dass es total richtig ist, dass Kinder hungern, dann ist das richtig in meiner Politik. Findet das Volk aber vielleicht nicht. In einer Demokratie entscheidet aber das Volk, was richtig ist. Und das Volk ist auch das,
das die Moral macht. Die Gesellschaft prägt ja die Moral und kann auch auf deren Einhaltung dann achten. Das bedeutet, die einzige Voraussetzung für wirklich nachhaltig moralische Politik ist, welche alle mitentscheiden lassen. Diesem Ideal, dass alle mitentscheiden können, dient die Transparenz. Die Transparenz steht bei uns im Parteiprogramm, aber während ich diese Folien gemacht habe, habe ich das Wort Transparenz aus Versehen dekonstruiert und habe das Wort Offenheit stattdessen eingesetzt, auch weil diese Konferenz so hieß. Und dann dachte ich, Moment, Offenheit, das klingt irgendwie cool, was ist denn da wohl der Unterschied? Transparenz definiere ich jetzt in der Politik folgendermaßen. Also dazu gehört Offenlegung von Verträgen, leichter Zugang zu Informationen, das heißt auch zu Dokumenten, die eigentlich öffentlich sind, die man aber im Moment über zig Anträge halt beantragen kann, mit Begründung, Kosten etc. Das heißt, dass alle Sitzungen, Besprechungen und auch so etwas hier, wenn wir jetzt politisch wären, gestreamt wird, also live im Internet ausgestrahlt, damit jeder gucken kann, auch wenn er nicht die Möglichkeit hat, selbst hinzugehen. Und es heißt, dass jeder sein Abstimmungsverhalten offenlegt, solange er gewählter Politiker ist. Offenheit beinhaltet Transparenz, fügt aber noch etwas hinzu. Das hat nämlich noch eine menschliche Komponente. Zum Beispiel verständliche Sprache. Es ist nicht transparent, wenn ich hier etwas auf Psychologenhochdeutsch erzähle. Wenn ich mich aber einfach ausdrücke, dann können Sie das alle nachvollziehen. Keine Nutzung von Gesetzeslücken. Da Transparenz im Gesetz ja zwangsläufig etwas ist, das über Regeln durchgesetzt wird, kann ich mich immer noch durchmogeln. Gesetzeslücken nicht zu nutzen, ist eine moralische, selbstverantwortungsvolle Aufgabe von Politikern. Etwas, das ich Entmystifizierung des Berufs nenne. Das heißt, wenn Sie hier alle zum Beispiel nicht im Anzug säßen, sondern jeder so, wie er gerne rumläuft, und einfache Sprache benutzen, also die meisten benutzen einfache Sprache, aber nicht im Beruf. Ja, es trägt zu einem gewissen, Heckmann hat es gestern seine Verkleidung genannt, als ich ihn nach der Kleiderordnung für heute Abend gefragt habe. Er meint, ja, wir tragen ja alle Anzug, das ist halt unsere Verkleidung. Also den Beruf einfach wieder vermenschlichen. Und ganz, ganz zentral ist eben auch das Annehmen von Anregungen und Kritik, also Offenheit für das, was von unten kommt. Transparenz ist also tatsächlich etwas, das rein gesetzlich durchzusetzen ist. Das heißt, ich als Politikerin muss Transparenz fordern, aber ich als Mensch, als Psychologin, als Sozialinteressierte fordere Offenheit in der Politik. Ich stelle mal mein Bild vom idealen Politiker vor, irgendwann in einer Traumwelt. Der Politiker verkleidet sich nicht, er gibt sich genauso, wie er gerne rumläuft. Und dazu gehört auch, dass er normale Sprache benutzt, so wie ihm der Mund gewachsen ist, auch wenn das nicht immer geschliffen klingt. Er legt seinen Kenntnisstand und seine Unterlagen offen, solange eben keine Informationen Dritter darin beinhaltet sind. Er steht zu seinen politischen Ansichten, er begründet sie und er steht eben auch dazu, wenn sie sich ändern. Dazu gehört, dass er seine Gedanken, die dazu geführt haben, dass sie sich ändern, auch transparent macht, also Blog zum Beispiel. Hier haben wir nämlich das Internet als sehr, sehr gutes Medium dafür. Das gab es früher nicht. Früher hatte ein Politiker einfach nicht den Raum, seine Gedanken transparent zu machen. Ich nenne das der Politiker als Mensch. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle mal mein Geheimnis offenbaren. Mein Geheimnis ist, ich bin politisch völlig inkompetent. Bei 10% steht. Und da bin ich im politischen Wettbewerb mit Leuten, die machen das seit 30, 40 Jahren und die versuchen gegen mich zu schießen. Und ich muss ganz, ganz viele Wähler, also im Moment jeden 10. Wähler, vertreten. Und dabei muss ich gut aussehen. Und dabei muss ich kompetent sein und möglichst auch noch etwas zum Besseren verändern. Und wie mache ich das? Das mache ich, indem ich das Internet nutze. Indem ich versuche, das Konzept Politiker als Mensch zu leben und zu sagen, wisst ihr Leute, ich habe die Weisheit nicht gepachtet. Wenn ihr mich etwas fragt, dann frage ich die Cloud. Die Cloud, das ist in meinem Fall zum Beispiel die Piratenpartei, die auf Twitter repräsentiert ist. Ich kann zum Beispiel, wenn ich von einer Zeitung eine Interviewanfrage kriege und der Name klingt etwas obskur, frage ich einfach auf Twitter, was ist das für eine Zeitung, soll ich dir ein Interview geben? Und dann kommen im Sekundentakt Antworten und ich bekomme meine Antworten sozusagen wieder aus der Cloud. Es ist meine Aufgabe, sie zu bewerten, es ist meine Aufgabe zu gucken, wem vertraue ich dort oder wie sehen die Mengenverhältnisse aus. Natürlich ist da viel Müll bei den Antworten, das sortiere ich.
Aber egal, ob es um Bebauungsvorschriften geht, egal, ob es um die Gründung eines Kreisverbands geht, alles, was ich wissen muss, ist ja letztlich da. Ich muss nur wissen, wie ich auf das Wissen zugreife. Dass ich keinen persönlichen Assistenten mir leisten kann, erledige ich durch das System des Liquid Secretary. Also die Leute auf Twitter weisen mich einfach auf meine Termine hin. Mein Kalender ist offen und ich werde auf meine Termine hingewiesen. Und das andere, was ich eben noch mache, ist, ich trete auch in der Politik so auf, wie ich bin. Ich wurde mal von einer Reporterin gefragt, Frau Weißbrand, wie verträgt sich das eigentlich mit Ihrem Amt, dass Sie auf YouTube ein Video stehen haben, wo Sie unendlich viele Elefanten zeichnen? Wie soll sich das vertragen? Wie widerspricht sich denn das? Ich versuche also alle meine Aspekte als Mensch. Wenn ich schlechte Laune habe, dann twittere ich das. Wenn ich eine neue politische Idee habe, dann twittere ich das. Und wenn ich ein neues Lied geschrieben habe, dann twittere ich das auch. Ich trete als Mensch auf und sage meine Meinung zu allem, ohne sie vorher auch mit der Partei abgesprochen zu haben. Was hinterher dem Wähler, wenn alle Politiker so handeln würden, erleichtern würde, zu wählen. Weil im Moment wählen wir ein Gesicht auf einem Wahlplakat, wenn wir alle ganz ehrlich sind. Also Sie vielleicht nicht, Sie gehören noch zu der gebildeten Elite. Aber sobald es dann irgendwo, ganz ehrlich, ich bin früher auch mehr nach dem Aussehen gegangen, weil was anderes hat man auch nicht. Man hat das Aussehen und man hat die geskripteten Phrasen. Und das ist schwierig. Andererseits ist auch das, was ich mache, ziemlich schwierig, bei allen Vorteilen, die es bietet. Ich habe neulich getwittert, ab welchem prozentualen Verhältnis zwischen Medikamenten und Frühstück wird es eigentlich bedenklich. Ich habe das nicht bedenklich gefunden, das zu twittern, aber es hat überraschende Reaktionen hervorgerufen, also tatsächlich ein Sturm an Empörung, wie das denn ginge und sogar ein also mehrere Zeitungsartikel tatsächlich, das ist jetzt aus der Süddeutschen, wo es also darum ging, dass ich über mein Frühstück twittere. Und dann hieß es, ja, aber ein Politiker kann doch nicht über Medikamente twittern, weil dann vertraue ich ihm ja gar nicht mehr. Ich sage aber, wenn er nicht darüber twittert, heißt das, er nimmt sie nicht? Oder heißt das, ja, ich will das aber nicht wissen, weil sonst vertraue ich ihm nicht. Und ich frage, was ist das für eine Art von Vertrauen, wenn es einfach dadurch zustande kommt, dass man etwas nicht weiß? Das ist dumm. Also entweder man sollte den Politiker nicht wählen oder es macht nichts aus. Ich versuche eben durch diese Art, natürlich ziehe ich damit sehr viel Unverständnis auf mich, aber ich versuche durch diese Art, dieses System so ein bisschen aufzulockern. Und ich merke tatsächlich, dass viele es in letzter Zeit nachmachen und einfach auch sehr offen auf Twitter sind. Es führt zu ganz interessanten Auswüchsen. Die Süddeutsche hat neulich getitelt, irgendwie Streit zwischen den Parteien und hat dann vier Seiten lang, Twitter-Dialoge zwischen Doro Beer und Volker Beck und Konstantin Bonatz abgedruckt. Ja, also die haben einfach nur Twitter-Dialoge abgedruckt und das ist dann ein Artikel über politische Verhältnisse. Es wird aber eine Zeit kommen, da wird das ganz natürlich sein, dass Politiker sich ganz, ganz offen öffentlich austauschen und der Bürger dabei sein kann.